Wer noch? Alter Knabe. Guten Morgen, Roy. Wie war dein Wochenende? Eigentlich stand nur Faulenzen und Fernsehen auf meinem Programm. Ja, und? Dabei hatte ich total vergessen, dass ich Kinder habe. Also, was esse ich mit den Faulenzen? Aber nicht doch. Hab einfach den Fernseher voll aufgedreht. Gegen den konnten die Kinder nicht ankommen. Du bist wirklich ein Glückspilz, alter Freund. Genau. Du hast eine super Familie und einen super Fernseher, den du super laut aufdrehen kannst, bis dir die Ohren abfallen. Ich bin stolz auf meinen Fernseher. Wäre ich auch. Wie war dein Wochenende? Naja, ich bin nun mal Junggeselle, deshalb habe ich mein Wochenende auch vollkommen anders verbracht als du. Ist es wahr? Ich habe allein ferngesehen. Sofort in mein Büro kommen, ihr dümmlichen Schlappdinos, Tempo, Tempo! Was können wir für Sie tun, Chef? Tanzen Sie mal! Tanzen? Na los, wird's bald! Hat das schön. Diesmal was anderes? La 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 la. Aufhören, stopp! Wollt bloß mal sehen, ob ihr es wirklich macht. Wenn wir schon mal dabei sind, uns zu affigen Höhlenmännchen zu machen, haben Sie vielleicht noch mehr Überraschungen auf Lager. Aber ja, die Firma hat ein kleines Problem. Wir brauchen Ihre Hilfe. Hilfe? Unser Problem ist unser schlechter Ruf. Man mag uns nicht. Mein Neffe behauptet, unsere Firma sei ein übles Umweltmonster mit finsteren, miesen Geschäftsmethoden. Und wenn uns niemand aufhält, wäre irgendwann mal unser gesamter Planet im Eimer. Er ist doch nur ein kleiner, dummer Junge. Das war sein Glück, sonst hätte ich ihm die Schuppen poliert. Wirklich? Wir haben nicht vor, unsere altbewährten Geschäftsmethoden zu ändern. Das wäre viel zu teuer und absolut hirnverbrannt. Deshalb wollen wir auch unser Bild für die Öffentlichkeit nur ein bisschen freundlicher überpinseln. Was machen Sie mit den Dinos, denen die Firma dann trotzdem nicht schmeckt? Auch die Schuppen polieren? Nicht doch. Das wäre mir zwar ein Festessen, aber dann wäre unser Ruf endgültig. Oh, ist auch wieder also wahr. Starten wir einen riesigen Werberummel. Wir fischen einen Firmenmitarbeiter mit seiner Familie raus und mit denen beweisen wir dann, dass wir freundlich sind. Wir müssen die Bilderbuch Familie finden, damit es die Bilderbuch Werbung wird. Morgen ist Familienaufmarsch. Hier habe ich ein paar Handzettel. Verteilen Sie die an alle. Oh, ach Chef, ich würde ja gern mitmachen. Aber meine Frau will morgen mit der ganzen Familie was unternehmen. Ah, sieh an, ich fürchte, dann werden Sie sich wohl entscheiden müssen, mein Lieber. Wen lieben Sie mehr? Ihre Firma, wie sie es gehört, oder Ihre Frau. Aber wir wollten heute ein Picknick veranstalten. Liebling, die Firma verlangt doch kaum was von mir. Und wenn sie mich braucht, um ihren miesen Ruf wieder sauber zu waschen, helfe ich ihr eben. Außerdem kriegt die Siegerfamilie einen Elektrowerkzeugkasten. Papa, ich will dich ja nicht anmachen oder sowas, aber was ist denn dabei für mich drin? Die Liebe deines Vaters. Und 15 Dino-Mark? Kriegst du. Klasse. Earl. Ich hätte 20 verlangt. Ich will 20 Dino-Mark. Aber du brauchst doch keine Kohle. 25. Ich müsste 30 verlangen, ich bin die Hübscheste. Baby ist viel hübscher. Bist du nicht. Hör auf, dass du traurig bist, kauf dir niemand ab. Bin furchtbar traurig, furchtbar traurig. Wenn ich den beiden die Mäulerstopfe, kriege ich dann die Moneten? Hört endlich mit diesem Geblöke auf! Hören Sie, darf ich mal um Ruhe bitten? Eine Bilderbuchfamilie kriegt sich niemals in die Wolle. Nein, nein, hey, was ist denn das? Die Familie ist ja das Letzte. Das sind Amphibien. Niemand kann sich in die reinversetzen. Ich will eine Familie mit Lungen. Oh, diese armen Dinos tun mir leid. Ach, die kann man vergessen. Sind Langweiler. Ja. Langweiler ohne Lungen. Los, Bilderbuchfamilie. Machen wir auf oberglückliche Familie, so wie wir es zu Hause geübt haben. Ja, auf die Plätze, komm her, Fren. Alles bereit? Dann los. Guten Tag, wir sind die überglückliche Familie Sinclair. Ich bin der glückliche Robbie. Ich bin Charlene, die glückliche Schwester von Robbie. Bin das Baby, guck mal. Ja, und? Jetzt ist Baby furchtbar glücklich. Nicht zu fassen, ich leg mich rum für meine Familie. Und wenn ich euch mal um Hilfe bitte, was kriege ich dann? Ärger. Aber von heute an lasse ich mir nicht mehr auf der Nase rumtanzen. Ab sofort bin ich nicht mehr der nette Dino-Papa, sondern ein unfreundlicher Megalosaurus. Hallöchen. Wir sind die Sinclair-Familie, die fröhlichen Dinos. Und wir sind überglücklich, dass wir herkommen durften. Das ist mein lieber Sohn, der glückliche Robby. Meine süße Tochter, die glückliche Charlene. Ja, wollen wir mal sehen. Hey. Hat jemand von euch eine Ahnung, ob man bei dieser Familienwahl auch im Badeanzug auftreten muss? Augenblick mal. Oh, nein, wieder. Ja, der Typ ist goldrichtig. Goldrichtig? Wie meinen Sie das? Er ist doch keine Familie. Und ob, mein Freund? Ich bin eine Einpersonenfamilie und ich verstehe mich prächtig mit mir. Würden Sie freundlicherweise mal hierher kommen? Wieso? Ich bin doch schon hier. Nein, kommen Sie. Tauschen Sie den Platz mit dem hässlichen Fettklops. Und Sie da, kommen Sie. Weg da, weg da. Halten Sie nicht den ganzen Betrieb auf. Was denn? Na los. Bewegung. Und in die Mitte der Klasse. Doch. Genau dahin, ja.
Spitze, sehen Sie mich an. Klasse. So machen wir's. Mein Glückwunsch, Sie sind die Bilderbuchfamilie der Firma Treufuß. Das wär's. Aber... Ist der so was? Ich aber, bin Papa. Alles klar, Herrschaften, lächeln. Donner Dino, was sagt man denn dazu? Mann, das ist vielleicht ein ulkiges Leben, was, alter Knabe? Das ist eine echte Qual für meine Augen. Wieso? Sinclair, ins Büro kommen. Oh je, ich fürchte, der Chef hat auch noch eine echte Qual für deine Ohren auf Lager. Tja. Ah! Sie haben gerufen, mein Chef? Sie Versager, wir haben immer bloß Ärger mit Ihnen. Oh, tut mir furchtbar leid, mein Chef, war das alles? Wollen Sie etwa nicht mal wissen, wieso wir so viel Ärger mit Ihnen haben? Nein, vielen Dank. Ich habe Ihnen schon zu viel kostbare Zeit gestohlen. Die Werbung mit Ihrer Familie und mit Ihrem oberdämlichen Freund ist der Überknaller. Die Firma will noch mehr davon. Oh, verstehe. Sie wollen mir verklickern, dass ich dann noch eine Weile im Regen stehen darf. Es darf niemals rauskommen, dass die Bilderbuchfamilie in Wahrheit keine echte Familie ist. Sonst stehen wir als üble Betrüger da. Ja, es wäre ungerecht, wenn Ihr raffinierter Plan Ihnen den Hals brechen würde. Nein, das wird nicht passieren, weil Sie nämlich aus Ihrem Haus ausziehen werden und Ihrem Freund Roy Ihre Familie überlassen. Dann kommt niemand dahinter, was da läuft. Meine Familie überlassen? Für wie lange denn? Wenn ich das mal fragen darf. Sie halten mich wohl für einen Hellseher, was? Eine Woche, einen Monat, ein Jahrzehnt. So lange, wie wir mit der Werbung Erfolg haben. Sie wollen doch wohl auch, dass wir damit Erfolg haben, oder etwa nicht? Sie wollen Ihrer Firma doch bestimmt helfen. Oder wollen Sie das etwa nicht? Na, wie war's? Oh. Oh? Was heißt das? Hey, erzähl. Gute Neuigkeiten, alter Freund. Du kriegst von denen meine Familie. Oh, das ist aber nett von der Firma. Und was kriegst du dafür? Dafür darf ich denen helfen. Klasse, dann haben wir ja beide einen guten Schnitt gemacht. Hm. No. Tja, das wär's dann. Es ist einfach nicht richtig, dass sie dich zwingen, so mir nichts, dir nichts, deine Familie zu verlassen. Es ist eine große Firma, Fred. Ich glaube, die wissen, was sie tun. Hey, Papa, das klingt ja echt so, als hättest du eine Gehirnwäsche hinter dir. Stimmt, genau. Dieser Wäsche verdankst du das Essen auf dem Tisch und die Klamotten, die du trägst. Und die Reisetasche, die du packen musstest. Aber immerhin ist es ein totschickes Modell. Also, Kinder, in ein paar Minuten spaziert der neue Papa hier rein. Sowas kann eure Gefühle durcheinander bringen. Euer Leben ändert sich gewaltig. Vielleicht wollt ihr darüber sprechen. Fangen wir bei Charlene an. Liebling? Hallo? Oh, tut mir leid, Papa. Ich habe nicht zugehört. Dann eben nicht. Und Robby? Müssen wir jetzt etwa immer zwei Geschenke zum Vatertag kaufen oder reicht auch eins für euch beide? Wie du meinst. Und was ist mit dir? Geht Mama auch weg? Nein. Hauptsache, Mama bleibt. Bin da. Wer noch? Oh, tut mir furchtbar leid, alter Knabe. Ich wusste nicht, dass du noch hier bist. Ist nicht so schlimm, Roy. Ich wollte mich eben verkrümeln. Hübsches Hemd. Oh, vielen Dank. Ich habe mir gedacht, dann ist es für die Kinder ein bisschen leichter, sich an mich zu gewöhnen. Gib mir mal dein Köfferchen, Roy. Also pass mal auf, Fran. Ich kann mir vorstellen, dass das alles ein bisschen merkwürdig für dich ist. Wir müssen ja nicht unbedingt zusammenschlafen in den ersten Nächten. Ich könnte das verstehen. Roy, du pennst auf dem Sofa, solange du hier bist. Ach, wirklich? Und du glaubst, Herr Ritschwild ist damit einverstanden? Roy, wir tun nur so, als ob du der Herr im Haus wärst. Hast hier nichts zu melden, klar? Klar ist das klar. Gut. Sag mal, alter Knabe. Ich habe absolut keinen Schimmer, wie man sich als Papa benimmt. Wie stelle ich mich am besten an? Pass auf. Am besten, du erwartest gar nichts. Dann bist du nämlich am Ende nicht so enttäuscht. Verstehe. Kinder sind für den Mann nichts weiter als die Quittung für den Spaß, den er mit seiner Frau gehabt hat. Ach, wirklich? Gibt's auch was Nettes zu sagen? Natürlich, aber klar. Manchmal hast du auch Freude, wenn sie endlich mal schlafen oder bei ihren Freunden übernachten. Aha, Vorsicht, wenn sie lieb sind, geh zum Kohle, dann wollen sie dich anzapfen. Ah, verstehe. Und man darf trotzdem nie die Hoffnung verlieren. Nein, nein, nein. Nie die Hoffnung verlieren. Geduld und Nerven aus Stahl. Und das Wort Dankbarkeit kannst du vergessen. Ist ein Fremdwort für dich. Aha. Ganz besonders für ihn hier. Hab verstanden. Papa. Er sagt Papa zu mir. Hier, bitte sehr. Danke vielmals. Nein, nur hier. Nein. So. Aber ich bin wieder Junggeselle. Hallo. Ich war eine Ewigkeit nicht hier. Aber heute lasse ich mal so richtig die Schuppen scheppern. Ich gönne mir alles, was ich will, bis zum Umfallen. Na, was darf ich dir bringen? Deftige Hausmannskost garniert von einer liebevollen Frau. Wie wär's stattdessen mit einem richtig kräftigen Schluck? Reicht mir zur Not auch. Hab meine Familie verloren. Na,
Mann, tut mir wirklich leid für dich. Gibt's denn bald eine Trauerfeier oder sowas? Die sind nicht gestorben, aber ich habe kein Bilderbuchgesicht. Deshalb hat mich die Firma aus meinem Haus geschmissen. Mach dir nichts draus. Die Firma weiß schon, was am besten ist. Ja. Hallo, wir sind die glückliche Treufuß-Familie und darauf sind wir mächtig stolz. Treufuß-Erzeugnisse werden mit Liebe hergestellt. Das verdanken wir so fabelhaften, ehrlichen Dinos wie meinem Mann. Ja, Liebling, kommt her, Essen ist fertig. Wenn man so viel Liebe in die Treufuß-Erzeugnisse steckt, färbt das auf alle Dinos ab, die sie kaufen. Wie sagt eine Dino-Volksweisheit, wer Liebe gibt, wird Liebe ernten. Ich hab dich ja so lieb, Robby. Ich hab dich auch sehr lieb, Charlie. Oh, meine Eltern hab ich auch lieb. Und wir haben dich auch lieb. Dich auch, lieber Robby. Und dich auch, liebes Baby. Hab alle ganz furchtbar doll lieb. Bin das Baby-Baby. Platz vor Liebe. Ich liebe euch alle miteinander. Oh. Stimmt, das Leben ist wunderschön, denn wir sind die Treufuß-Familie. Super Werbung. Donner Dino, sowas schafft nur eine Spitzenfirma. Sag mal, war das nicht eben Roy? Ja, mit meiner Familie. Kann nicht ewig dauern. Dinos, die mich kennen, fragen sich bestimmt, was Roy mit meinen Leuten im Fernsehen macht. Hm. Fragst du dich das nicht? Eigentlich nicht. Das Fernsehen hat eine unglaublich große Macht. Da verkneife ich mir lieber die Fragen. Willst du noch einen Schluck? Nein, der schlägt mir bloß aufs Gemüt. Hallo, wir sind die fröhliche Treufuß-Familie. Wir haben uns mächtig lieb und wir lieben euch an den Matscheiben. Ja. Her mit dem Schluck. Hab's ja gewusst. Kapitel 4, der Zusammenbau. Montieren Sie das Rotationsblatt über der Metalldoppelplatte auf die Übertragungseinheit. Befestigen Sie es besonders sicher. Blödes Mistbuch. Ist vielleicht ein bisschen trocken, aber ich habe gehört, dass gemeinsame Hobbys für Vater und Sohn wichtig sind. Also, kommen wir zum nächsten Teil. Mann. Jetzt muss das Rotationsblatt vorsichtig gerichtet werden. Das blöde Buch ist langweilig. Das ist aber wirklich nicht die feine Babyart. Roy, pumpst du mir dein Auto für ein paar Stunden? Aber gern, warum denn nicht? Und ein paar Kreditkarten? Na klar, bedien dich einfach. Klasse. Aber leg sie wieder zurück, wenn du wiederkommst, ja? Ja, Logo. Ach, übrigens, du gibst einen dino-starken Papa ab. Eine meiner leichtesten Übungen bei so prächtigen Kindern wie euch. Hm? Hallo alle miteinander. Hallo. Monika. Na, was ist? Wie läuft es so? Hallo, Monika. Sag mal, Charlene, was machst du an der Tasche deiner Mutter? Papa sagt, ich darf mir ein paar Kreditkarten nehmen. Sagt er? Ja. Ach, Monika. Das glaube ich kaum. Aber Papa hat die Karten zurück. Na gut, Mann. Danke. Ab jetzt Finger weg davon. Ach, erst hatte ich nur zwei Väter, jetzt habe ich auch noch zwei Mütter. Ist so was Beknacktes. Eben hatte ich gedacht, ich hätte... Ich glaube, die Kinder nutzen deine Gutmütigkeit aber gewaltig aus. Irrtum, da bist du auf dem falschen Dampfer. Nein, sowas bringen meine lieben Kleinen nicht fertig. Baby will Zucker haben. Ja, kommt sofort. Roy, hör auf. Hallo. Hallochen, du Schöne. Du hast so eine himmelblaue, feine Schuppenhaut. Roy, sag mal, hast du mir überhaupt zugehört? Du hast so abgrundtief wunderhübsche Augen. Die passen so einmalig in deine wunderprächtigen Augen. Guten Morgen, Monika. Morgen, Roy. Oh, da ist ja meine Fran. Hallo, Fran. Ich wollte mir bloß ein paar Eier von dir borgen. Ich wollte, kein Problem. Sie wollte. Ich kann dir alles erklären. Wie läuft's mit euch beiden? Ist schon komisch. Ja, ja, da hast Aber du recht. Ich habe mich an die komischen Dinge im Leben gewöhnt. Das bringt mich nicht um. Hier, die Eier. Aha. Danke. Hier. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Lass dich bald wiedersehen. Hör mal, Fran, es war bestimmt nicht so, wie du denkst. Wie bitte? Na gut, ich gebe auf, es ist so. Es ist genau so, wie du denkst. Es tut mir ja auch leid. Ich habe dich betrogen und unsere Familie. Ich schäme mich ja so furchtbar. Wovon redest du überhaupt? Na, von Monika. Ich bin schrecklich in sie verliebt. Und das ist doch absolut unmöglich, weil du doch jetzt sowas Ähnliches wie meine Frau bist. Oh. Ich schwank wie ein Schilfrohr am Sumpf zwischen zwei Dino-Frauen und komm mir vor wie ein Volltrottel. Roy, niemand verlangt von dir, dass du mir treu bist. Oh, du bist eine sehr fortschrittliche Frau. Aber das ist das Allermindeste, was ich für dich tun kann, wenn ich schon als Vater so ein absoluter Oberversager bin. Du machst das fabelhaft. Ja, aber ich bin nicht Earl. Da muss ich dir recht geben. Aber Earl ist ja auch nicht mehr hier. Er hat prompt das getan, was die Firma verlangt. Ja. Und statt hier mit seiner Familie zu leben, lebt er in deiner Wohnung und wird sich jeden Abend kräftig amüsieren. Morgen, Earl. Morgen, Arnie. Hab dich sehr vermisst. Du mich auch? Ja, ein bisschen. Aber ich glaube, es ist besser für unsere Beziehung, wenn wir uns ab und zu mal nicht sehen. Hm. Ach ja, da sind ein paar Nachrichten für dich gekommen. Und ich habe ein paar Gläser Perlzwiebelchen für dich bestellt. Die gehen so langsam aus. Danke. Wie fühlst du dich heute? Wie ich mich fühle? Das fragst du noch, nachdem ich meine Familie verloren habe? Ich bin
seit vollen 3 Tagen und Nächten allein und niemand kümmert sich um mich. Keiner vermisst mich oder weiß noch, wie ich heiße. Wenn du nicht aufpasst, wirst du in deinem Selbstmitleid noch ertrinken. Sind Sie, zufällig Earl Sinclair? Bin ich mal gewesen. Ich habe einen Elektrowerkzeugkasten für Sie. Elektrowerkzeug? Ja, von Treufuß. Ist die Firma, die alles mit Liebe macht. Haben Sie ihn etwa gewonnen? Hab ihn gegen meine Familie eingetauscht. Wirklich? Für das Ding würde ich Ihnen meine gesamte Verwandtschaft geben. Na gut, dann eben nicht. Wir sehen uns beim Firmenpicknick. Beim Firmenpicknick? Ja, jetzt am Wochenende. Mein Junge und ich, wir trainieren schon seit ein paar Wochen für das Schubkarrenrennen. Dum, oh. Dum, 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 Robby und ich, wir waren die Größten beim Schubkarrenrennen. Wir waren unschlagbar. Es wird ihm das Herz brechen, wenn ich ihm nicht die Beine halte und ihn schiebe. Die Firma denkt, Roy sei ein besserer Vater, aber auf dem Gebiet ist eine lahme Schnecke gegen mich. Weil ich die längeren Arme habe. Willst du etwa behaupten, dass sich die Firma irrt? Damit stellst du die ganze Welt auf den Kopf. Ich bin komplett von der Rolle. Aber ich muss was unternehmen, selbst wenn ich dafür dich und diese Kneipe verlassen müsste. Herzlich willkommen beim Firmenpicknick. Wir haben wirklich genug Essen für alle. Jeder bekommt eine Portion. Also brauchen Sie gar nicht erst zu versuchen, sich wahrscheinlich beiseite zu schaffen. Wir werden jeden von Ihnen durchsuchen, bevor Sie von hier weggehen. Und machen Sie bloß nicht wieder so viel Lärm. Und Sie müssen dafür sorgen, dass Ihre lieben Kinder nichts mit Ihren Schmutzfingern begrapschen. Alles klar. Eine große, überglückliche Familie. Ja. Na los, Herrschaft, nur mal kräftig lächeln. Baby, du auch lächeln. Ein Bilderbuch lächeln. Ja. Baby, komm, lächle mich mal an. Mach ich ja immer zu. Viel mehr, mehr. Ja, spitze, breiter, breiter, breiter. Mehr. Na los, mach schon, du kleine Giftnudel. Mein Mund tut mir weh. Und? Gut, in Ordnung, das reicht für heute. Und jetzt unterhaltet euch mit den anderen Familien. Hier sind ein paar Vorschläge von uns, was ihr denen so unterjubeln dürft. Gut, vielen Dank. Macht mir mal jemand eine Klappstulle. Es ist ausgesprochen großzügig von der Firma, ein Picknick für uns zu veranstalten. Wozu brauchen wir noch Gewerkschaften? Ach, so ein Schrott. Papa, nicht die Mama. Da bin ich, Don Ladino. Hallo, Liebling. Hallo, Liebling. Irgendwie ist mir auf einmal ein bisschen komisch im Bauch. Ich weiß nicht, aber immer wenn Freund Earl da ist, fühle ich mich überflüssig. Abmarsch. Ah, das war mehr als deutlich. Hört mal, Kinder. Ja? Ich möchte mit eurer Mutter sprechen, aber allein. Logo. Ja, schon verstanden. Ja. Und sei bloß also nicht so schüchtern. Tja, also... Freut dich wohl nicht besonders, mich zu sehen. Du hast uns doch verlassen. Wieso sollte ich mich denn freuen? Ich habe nur gemacht, was ich machen sollte. Nein, du hast dich von der Firma abservieren lassen. Aber was hätte ich der Firma denn sagen sollen? Ich kann mein Leben nicht so umkrempeln, weil ich nämlich eine Familie habe. Die hätten sich kaputt gelacht. Fein, dann hast du dich wohl endgültig entschieden. Alles herhört! Kein Wort mehr! Alle sofort die Klappe halten! Verstanden? Schon viel besser! Wir beginnen jetzt mit dem Schubkarrenrennen für Väter und Söhne. Sofort! Ja! Teilnehmer melden sich in 2 Minuten an der Startlinie. Also, wie funktioniert das Ganze nochmal? Du packst mich an den Fußknöcheln und rennst einfach hinterher. Ach, so einfach ist es. Essen, 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 essen. Wo ist das Fleisch, was wir denn essen? Die Firma Treufuß übernimmt bei dem Wettkampf wie immer keine Haftung für irgendwelche Verletzungen, Knochenbrüche, für Verzerrungen, Quetschungen oder blaue Flecken jeder Art. Immerhin scheppern Sie zu Ihrem persönlichen Privatvergnügen wie ein Haufen Schwachköpfe durch die Landschaft. Jetzt dürfen Sie sich amüsieren, aber erwarten Sie keine Hilfe von uns. Und Moment mal. Tut mir leid, dass ich dazwischen rede, aber ich muss sofort was loswerden. Schaff den Mann da sofort weg, den gibt's überhaupt nicht. Oh nein, Irrtum. Und ob es mich gibt? Ich bin nämlich Earl Sinclair. Und ich bin der einzig wahre rechtmäßige Dino-Papa der Treufuß-Bilderbuch-Familie. Ich war so hirnrissig, meine Familie sitzen zu lassen, nur weil es die Firma verlangt hat. Ich war so dusselig, weil ich gedacht habe, die Firma hätte immer recht. Die Firma hat ja auch immer recht. Den Schwachsinn habe ich auch geglaubt. Immerhin ist so eine Firma groß und mächtig. Und die Bosse? Die halten sich für oberschlaue Dinos. Und die Familien? Naja, Familien gibt's noch nicht lange. Sowas ist noch neu. Deshalb gibt's Probleme. Aber eine Familie kann uns etwas geben, was uns keine Firma gibt. Eine Rundum-Krankenversicherung? Nein. Liebe. Ach du Liebe. Jetzt drückt ihr auf die Tränendrüsen. Deshalb leben wir Dinos heute zusammen. Aha. Und wenn ich mich noch einmal zwischen meiner Familie und meiner Firma entscheiden müsste, wüsste ich jedenfalls, was mir wichtiger ist. Na, was denn? Ist es die Firma? Nein. Es ist meine Familie. Ohne meine Familie bin ich ein absolutes Nichts. Stimmt. Und nun? Na,
könnt ihr mich alle auslachen. Nicht so schnell, mein Bester. Ja, den werde ich ganz langsam die Schuppen polieren. Mit dem Typ lässt sich eine super Werbung aufziehen. Meinen Sie, ich darf ihn nicht die Schuppen polieren, oder was? Ich glaube, der Mann könnte sowas wie eine Heldenfigur für die Arbeiter abgeben. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir den aufbauen, aber da wird mir schon was einfallen. Können wir jetzt wieder nach Hause gehen? Keine Ahnung. Wem muss erst noch was einfallen? Hey, Sie da. Ja, Sie. Für heute sind Sie fertig. Kann aber sein, dass ich Sie nochmal anrufe, damit Sie uns irgendwie helfen. Sie könnten vielleicht über die Sicherheit am Arbeitsplatz meckern oder die Gewerkschaft anstänkern. Wer mir ein Festessen? Super Typ. So. Na? Habt ihr mich vermisst? Bist doch bloß eine Woche weg gewesen. Habt ihr mich nicht trotzdem vermisst? Naja, blöderweise haben wir es nicht ausgenutzt. Wir hätten mal voll durchstarten sollen. So, und wie steht's mit dir, mein Kleiner? Nicht die Mama! Ja, ich hab dich auch vermisst.